die Wellen wohl unfassbar heftig aussehen sollen. Dort wurden zwei kleine süße Welpen vorbestellt. Nach gut anderthalb Wochen sind jetzt endlich unsere Pakete gekommen und da war ja auch dieser Bremslichtschalter mit drin. Den habe ich jetzt hier schon ausgebaut, habe ich nicht gefilmt, weil ich nicht ganz genau wusste, wie schnell ich da hantieren musste. Also falls ihr das auch vorhabt, die Bremslichtschalter beim LT zu tauschen, unterm Lenkstock könnt ihr die finden, zwei Stück davon. Könnt ihr einfach rausschrauben, so schnell wie möglich, dann kommt ein bisschen Bremsflüssigkeit raus. Müsst ihr natürlich irgendwie ein Gefäß drunter halten und den neuen direkt reinschrauben. Wir sind auch schon eine Probefahrt gefahren, hat alles wunderbar funktioniert. Ich bin sehr, sehr zufrieden, dass es so schnell geklappt hat und dass es jetzt auch wieder funktioniert und dicht ist. Ich glaube, so ungefähr 12 Tage oder 10 Tage haben wir den jetzt so stehen gehabt mit dem undichten Bremslichtschalter. Und ja, wir haben eine ganz kleine Menge Bremsflüssigkeit verloren. Man kann das hier in der Flasche vielleicht ein bisschen erkennen. Ja, aber wir müssen auch nichts nachgießen. Wir hatten relativ viel drin, dadurch, dass wir einen Bremsflüssigkeitswechsel noch vor der Tour gemacht haben. Und sollte jetzt auf jeden Fall wieder funktionieren. Wir haben jetzt natürlich noch einen zweiten in Reserve, weil ihr habt zwei Bremslichtschalter. Ja, und das sollte jetzt auf jeden Fall soweit wieder funktionieren und auch ein bisschen halten. Wir haben jetzt das erste Mal quasi schlechtes Wetter, seitdem wir hier im Lockdown stecken in Griechenland, beziehungsweise seitdem wir überhaupt in Griechenland sind. Und jetzt gehen wir mal vor zum Wasser, denn unser Nachbar hat uns gerade mitgeteilt, dass die Wellen wohl unfassbar heftig aussehen sollen. Und das Ganze halten wir auch für euch mal fest, beziehungsweise nehmen euch natürlich mal vorne mit zum Strand. Ja, es hat bis eben so ein bisschen geregnet, jetzt nieselt es nur so ein bisschen, es ist arg windig, surfen wäre natürlich jetzt was, aber die Wellen sind einfach viel zu hoch, ich sehe es schon auf jeden Fall und gleich zeigen wir euch das Ganze mal. Und was sagen Sie zu dieser aktuellen Situation? Mittlerweile sind einige Tage vergangen. Der erste Lockdown wurde bereits verlängert. Nicht nur einmal, sondern zweimal. Das heißt, wir sitzen jetzt quasi bis zum 7.1. definitiv hier fest. Also können oder sollten nicht weiterreisen. Bis zum 7.1. ist hier halt der komplette Lockdown. Wir sind jetzt mittlerweile nicht mehr so optimistisch, also vermuten wir auch, dass das Ganze noch ein bisschen länger geht. Wir haben uns jetzt auch endgültig dafür entschieden, dass wir definitiv auf jeden Fall bis nächstes Jahr dann hier bleiben werden, am Ilea Beach, wo wir jetzt schon seit 5, 6 Wochen sind ungefähr. Ja, und es ist auch so, in der letzten Information habe ich ja schon erzählt, dass hier auch mal ab und an die Polizei vorbeigekommen ist. Vermehrt aus dem Grund, beziehungsweise auch einfach, weil hier zum Beispiel zwischendurch das Wasser auch nicht mehr ging und so weiter, aus verschiedensten Gründen, was man auch nicht genau weiß, wieso, weshalb, warum. Aber auf jeden Fall war es Fakt so und viele Leute haben uns verlassen, beziehungsweise sind weitergereist oder sind auch nach Deutschland zurückgefahren. Wie auch immer genau, weiß man das natürlich alles nicht. Von ein, zwei Leuten, mit denen wir gesprochen haben, wissen wir es. Und ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, ich würde sagen 90% der Fahrzeuge sind hier wirklich jetzt weggefahren. Es waren so 130 bis 150 Fahrzeuge, zumindest wurde es so geschätzt. Und jetzt würde ich schätzen, sind es vielleicht noch 20 oder 30 Fahrzeuge, vielleicht wenn es hochkommt. Anscheinend kommen einige zu Weihnachten wieder zurück und wollen dann hier stehen. Allerdings sieht es jetzt momentan so aus. Wir haben nach wie vor unsere festen Nachbarn, mit denen wir auch von Anfang an hier waren. Warte mal. Und sind darüber auch sehr, sehr happy auf jeden Fall, dass wir die Nachbarn haben. Wie gesagt, wir bleiben jetzt auf jeden Fall erstmal hier, bis zum 7.1. auf jeden Fall. Und dann schauen wir einfach mal. Das Wetter ist gerade wieder hervorragend. Wir hatten jetzt ungefähr so eine Woche dauerhaft Regen. Das macht natürlich nicht ganz so viel Spaß.
Aber wie auch immer, wir stehen das hier durch. Und jetzt haben wir noch eine kleine andere Ankündigung bzw. auch eine Story dahinter. Und ich würde mal sagen, das erzählt euch jetzt Julie so ein bisschen, was da vorgefallen ist und was die Ankündigung überhaupt ist. Ja, also hier am Elea Beach gab es eine WhatsApp-Gruppe, in der wir auch drin waren. Und dort wurden zwei kleine süße Welpen vorgestellt, die ein neues Zuhause suchen. Und ja, ich hatte mal nachgefragt, was das denn für eine Rasse ist, und da gab es dann irgendwie keine Rückmeldung zu. Also haben wir gedacht, ja gut, egal, lassen wir das. Eine Woche später wurden die dann aber nochmal angekündigt, und dass sie immer noch kein Zuhause haben. Und dann habe ich Nino gefragt, ob wir nicht einfach mal gucken möchten. Nur mal gucken. Nur mal gucken, ja. Das ist natürlich schwierig bei Welpen, die so süß sind. Also blieb es nicht bei nur mal gucken. Und jetzt haben wir eine kleine süße Hündin, die ist hinter uns. Lala, komm mal hier. Hallo. Also, das ist nun unser neues Familienmitglied. Das ist die Nala. Sie soll ungefähr 3 bis 4 Monate alt sein. Also mittlerweile vielleicht dann schon 4,5 Monate, wenn es denn so ist. Wir haben auch schon alles erledigt. Wir waren beim Tierarzt. Sie wurde geimpft, sie wurde gechippt. Wir haben einen EU-Ausweis, damit das Ganze natürlich auch komplett legal über die Bühne geht. Sie ist kein kompletter Straßenhund, sondern sie wurde quasi von einem Farmer aufgenommen. Und dieser Farmer, ja, hat sie jetzt mehr oder weniger vermittelt, mit Hilfe von 2 Backpackerinnen aus Deutschland. Ja, und daher. Vielen Dank nochmal an Danny und Laura auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr euch diese Mühe gemacht habt. Es gibt auch noch so eine kleine Side-Story. Ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen. Und zwar sollte Nala uns dann nächsten Tag gebracht werden, weil wir haben natürlich eine Nacht drüber geschlafen. Wir haben nicht gleich gesagt, ja, wir nehmen sie. Sondern wir haben auch noch ein bisschen recherchiert, was das natürlich auf sich hat, so einen Hund mitzunehmen, gerade auf Reise und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig für so ein Tier. Auf jeden Fall ist es so, sie sollte dann nächsten Tag hergebracht werden. Die beiden sind mit dem Hund hierher gekommen. Und auf dem Weg zu unserem Auto wurde Nala von einem anderen Hund angegriffen und gebissen. Und naja, daraufhin ist sie dann abgehauen. Und wir haben sie 3 bis 4 Tage, oder ja, 4 Tage, glaube ich, gesucht. Haben auch sämtliche Dinge gemacht, wie zum Beispiel einen Flyer hat Julie erstellt. Den haben wir ausdrucken lassen. Den haben die Backpackerinnen hier aufgehangen, überall. Und tatsächlich war es dann so, dass sie nach 4 Tagen wurde Nala im Nachbardorf gefunden, 6 aufgelesen. 6 Kilometer entfernt. Also völliger Wahnsinn. Wir sind wirklich, das Ganze hat natürlich schon uns so unheimlich gefestigt. Und wir haben sie ja auch täglich gesucht. Ja, und so ist es jetzt so, dass Nala zu uns gehört. Bei uns bleiben wird natürlich ein paar Jahre. Und wir freuen uns tierisch drauf, sie mit in den Videos zu integrieren. Ich hoffe, ihr nehmt sie genauso gut auf wie wir auch. Und freuen uns, einfach einen Wegbegleiter zu haben auf der Reise, wie auch danach natürlich noch. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, sind sehr, sehr glücklich damit. Eine sehr große Verantwortung bringt das natürlich auch mit sich, aber es bringt auch Struktur in den Tag, wie wir so die letzten Tage gemerkt haben. Wir haben sie jetzt seit gut 2 Wochen ungefähr. Ja. Und ja, das Ganze ist natürlich jetzt einfach ein Teil davon, und wir freuen uns auf die Zukunft und wollten euch das natürlich mal mitteilen. So wie auch die Situation hier jetzt gerade, und freuen uns auf jeden Fall, euch weiterhin mitzunehmen. Ja, und jetzt gar nicht mehr weiter geschwafelt. Ein paar schöne Bilder gibt es jetzt noch. Die Sonne scheint. Nala ist jetzt verkündet worden, dass wir sie haben. Wir mussten uns natürlich auch ein bisschen daran gewöhnen. Die Leute, die auf Instagram uns folgen, die wissen das sowieso schon. Da haben wir es ungefähr eine Woche geheim gehalten, einfach um uns an den Hund zu gewöhnen. Aber jetzt gibt es einfach mal ein paar schöne Bilder von ihr, von dem schönen Wetter hier, von dem Strand, von dem Wasser. Und dabei wünschen wir euch viel, viel Spaß.
Nachdem ihr die kleine Nala jetzt so ein bisschen gesehen habt, würden wir uns mal freuen auf Kommentare. Und zwar erstmal, was haltet ihr von der ganzen Aktion? Und vielleicht könnt ihr uns sagen, welche Hunderasse bei Nala mitspielt. Also wir wissen es nicht, es ist einfach unbekannt, wo sie herstammt, was sie genau in sich trägt. Und falls jemand Bescheid weiß oder irgendwie eine Hunderasse erkennt, schreibt es doch bitte gerne mal unten in die Kommentare. Wir würden uns sehr, sehr freuen darüber, mal zu erfahren, was sie für eine Hunderasse ist. Wir sitzen hier jetzt gerade so schön gemütlich und plötzlich agiert Nala und bellt ein bisschen. Sie darf hier halt nicht auf die Polster normalerweise. Aber sie hat direkt geahnt, dass hier wieder die Schafe vorbeikommen. Und zwar jeden Tag ziehen hier die Schafe an uns vorbei. Wir wissen gar nicht genau, warum und wieso und wohin die wollen. Aber da ist halt auch immer ein Schafshirte dabei. Ja, und der bringt die Schafe wohl immer an ihren Platz. Das ist immer ganz witzig. Ah, toll!